Gera war unterwegs. Unterwegs zur Untermhäuser Brücke. Musikalisch unterschiedlichste Klänge stimmten neugierig und zogen einige hundert Besucher in ihren Bann. Oh, das ist wunderbar. Es sind so viele Leute hier und die Stimmung ist gut. Es finden viele Gespräche statt. Es hat Kinder, jung und alt. Und das Wetter spielt im Moment auch mit. Am 14. Juli startete das internationale Kultur-Musikfestival über Brücken. Wir haben diesen kleinen Redediskurs hier überschrieben unter der Überschrift Unterwegs auf Integrationskurs. Von 16 bis 21 Uhr erwartete das Publikum ein kulturell bunt gemixtes Bühnenprogramm. Durch Künstler mit verschiedensten kulturellen und ethnischen Hintergründen war ein abwechslungsreicher Abend garantiert. Der offene Fernsehkanal Gera von der Thüringer Landesmedienanstalt beteiligte sich im Rahmen des lokalen Aktionsplanes Gera am Bundesprogramm Toleranz fördern, Kompetenz stärken, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Ramon Miller, Baudezernent der Stadt Gera und Mitveranstalter von Überbrücken, freut sich, den Bürgern eine Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, auch in solchen kulturellen Veranstaltungen, und zu zeigen, dass die Stadt eben Gera mehr ist und weit mehr ist als das, was man vielleicht von außen im Zusammenhang mit Konzerten, Hasskonzerten sehen sollte. Also ich finde, das ist eine Bühne, die Stadt Gera bietet für ihre Bürger, und sie nehmen diese Bühne an, und das finde ich wunderbar. Neben den unzähligen ehrenamtlichen Helfern zählen der Freundeskreis für Flüchtlinge, der Volkssolidarität, der Stadtjugendring Gera e.V., der interkulturelle Verein sowie die Kunstschule Gera e.V. zu den Partnern des Brückenfests. Zudem beteiligten sich die Kunstsammlung Gera, die Bauhaus-Universität Weimar sowie die Theaterfabrik und noch viele mehr. Und ich dachte, so eine ganz bunte Mischung aus Talkrunden, Gesprächsrunden, wo man das Thema direkt aufgreift, aber eben auch das wirkliche Miteinander von den Menschen in dieser Stadt, egal woher sie kommen, zu fördern, fände ich in Form eines Festes sehr schön. Bereits in den frühen Morgenstunden bereiteten die Mitarbeiter des Bürgerfernsehens, aber auch zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer alles vor, um ein rundum unterhaltsames und spannendes Fest zu bieten. Nutzer aus ganz Gera sowie ehemalige Auszubildende und Praktikanten vom offenen Fernsehkanal waren dabei. Doch mit dem Aufbau war es noch lange nicht getan. Die Besucher konnten das Team in den dunkelblauen OK-T-Shirts hautnah erleben sowie hochkonzentriert an den Kameras stehen sehen. Jeder, der wollte, konnte selbst mitmachen und dabei sein. Menschen mit Migrationshintergrund prägen unsere Stadt. Sie machen sie bunter, vielseitiger und bereichern uns. Unsere Nachbarn aus anderen Herkunftsländern tragen dazu bei, dass Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste die Stadt Gera weltoffen, modern und freundlich erleben können. Deshalb ist es umso wichtiger, andere Kulturen kennenzulernen und Menschen zusammenzuführen. Und es ist so, dass es sich zeigt, dass wenn man Menschen aufklärt und ihnen in das Bewusstsein auch ruft und ihnen zeigt, dass sie selbst Menschen sind, dass diese Menschen auch begreifen, dass auch Migranten Menschen sind. Das Überbrücken von Vorurteilen, Beseitigen von Fremdenfeindlichkeit und das Eröffnen von neuen Möglichkeiten war das Ziel. Sich direkt in eine Diskussion zu begeben, auch mal Meinungen zu hinterfragen oder auch Meinungen zu tolerieren, die nicht in jedem Fall meine eigene sind. Auf der Bühne präsentierte das Geraer Bürgerfernsehen mit seinen Partnern ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Talk. Dabei unter anderem die beiden kurdischstämmigen Rapper Emhat. Wir rappen über Gera, wir rappen für Gera, wir wollen Gera deutschlandweit bekannt machen. Deswegen rappen wir über Gera. Für die beiden Brüder Xebat und Eshat war es der erste öffentliche Auftritt in Gera. Schon seit über 2 Jahren rappen die beiden. Sie sind Kurden aus Mardin, Wo sie mit ihren 6 Geschwistern 1 Jahr allein lebten, nachdem ihre Eltern ohne sie nach Deutschland flüchteten. Als sie als 2. Teil der Familie nachkamen, regierten nicht nur finanzielle, sondern auch soziale Schwierigkeiten ihren Alltag. In der Rapmusik fanden die Brüder einen Weg, mit ihrer Wut und Trauer fertig zu werden. Sag warum, warum müssen wir leiden? Mütter weinen mit Schmerzen. Das Leben ist nicht leicht, mein Bruder. Alles oder nichts, es ist Kopf oder Zahl. Sie half ihnen auch, neuen Mut zu fassen und nach vorne zu sehen, sodass Gera zu ihrer 2. Heimat wurde. Durch das abwechslungsreiche Programm
waren die Künstler, Musiker und Partner des Brückenfest-Netzwerks sowie zahlreiche Gäste angeregt, sich mit Antisemitismus, Demokratie, Ausgrenzung und Toleranz auseinanderzusetzen. Wenn wir nicht anfangen, in unsere Köpfe zu arbeiten, egal welche Seite, dann werden wir die Integration sehr langsam voranbringen. Die Bedeutung der eigenen musikalisch-künstlerischen Wurzeln in Verbindung mit Identität und Herkunft sowie die derzeitigen Lebensumstände sorgten für reichlich Gesprächsstoff. Platz für all diese Kommunikation fand sich nicht nur vor der Bühne, sondern auch darauf. Integration wurde mit verschiedenen Gästen angeregt diskutiert. Genau wie für unsere Bürger sollte für die Bürger, die zu uns kommen, die bei uns willkommen sind, das gelten, dass die von uns genauso gefördert werden und Teilhabe am Kulturellen haben dürfen, wie unsere Bürger auch. Für mich selber gibt es eigentlich nicht Migrant oder nicht Migrant. Für mich gibt es einfach nur Mitmenschen, die man einfach versucht, einfach kennenzulernen, mit denen man ganz normal leben möchte, mit denen man halt freundlich einfach auch umgeht. Und wenn halt jemand zum Beispiel Probleme in der Sprache hat oder einfach herkommt und vielleicht noch ein paar Probleme hat, hilft man jemandem halt auch. Musikalisch mitgemacht und sich eingemischt, sogar in bis zu 5 unterschiedlichen Sprachen, unter anderem Hebräisch, hat sich die Band Kyra Lyra. Die zarten Klänge von Gitarre und Bass harmonierten ausgezeichnet mit der klangvollen Stimme von Kira Shabil. Die kulturell bunt gemixte Vielfalt an Besuchern und Programmangebot war bemerkenswert. Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm wurden in der Marienkirche 11 ausgewählte audiovisuelle Arbeiten ausgestellt. Verschiedenste Medienkünstler stellten ihre Arbeiten zur Verfügung. Die Videokünstlerin Alina Cyranek ist das, was man eine Kosmopolitin nennen würde. In Polen geboren, lebte sie schon in Australien, Neuseeland, Großbritannien, China, auf den Philippinen und in Deutschland. Vom Informativen bis hin zum Skurrilen wurden die Besucher zum Nachdenken angeregt. Das Wetter spendierte ganz im Sinne von Toleranz und Vielfältigkeit sogar einen wunderschönen Regenbogen. Schön buntes Gera wünschen wir uns alle und wir kommen da wieder, wenn es nochmal ist.